Hey Friends, da ein Bekannter von mir bald in seine neue Wohnung zieht, wollte er ein Bild von mir haben und wahrscheinlich kennen ihn einige von euch. Er hat mir dann vorab gesagt, welches Motiv er sich in Gold mit den Tropfen wünscht und wollte, dass ich noch seine Leidenschaft zur Musik mit integriere. Bei der Leinwand habe ich mich für ein großes Format entschieden, da so die Wirkung viel besser ist. Auch lasse ich mir bei Aufträgen immer Leinwände bauen, die doppelte Tiefe haben, das heißt, sie sind 4 cm tief und nicht 2 und es sieht, finde ich, viel besser und hochwertiger aus. Dann habe ich auch schon angefangen, für den goldenen Chromeffekt meine Farben zu mischen. Hier benutze ich eigentlich immer dieselben Ölfarben von Schminke und verlängere sie mit Leinöl. Ein besonderer Tipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr euch vorab eine Farbskala mischt mit allen Gelb-, Braun- und Schwarztönen, die es gibt. Es kann von Hellgelb bis Dunkelgelb, von Kühl bis Warm gehen. So habt ihr schon mal allgemein einen besseren Überblick und je mehr Gelbtöne ihr integriert, desto echter wirkt es. Am Ende habe ich dann auch auf seinen Wunsch hin wieder die Leinwand schwarz grundiert und am Ende habe ich noch einen kleinen Violin.